Durch ein einfaches Beispiel werden wir die Begriffe abhängige Ereignisse und unabhängige Ereignisse schnell verstehen und korrekt definieren können. Das Beispiel ist dieses. Aus einer Urne, die 4 blaue und 3 rote Kugeln enthält, kann man 2 Kugeln auf 2 verschiedene Arten entnehmen, mit oder ohne zurücklegen. Wir werden beide analysieren und stellen uns die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit werden die 2 gezogenen Kugeln gleichfarbig sein. Schauen wir zuerst im Fall mit zurücklegen. Wir starten und ziehen die erste Kugel. Die Wahrscheinlichkeit, eine rote zu ziehen, beträgt 3 günstige Fälle auf insgesamt 7 mögliche Fälle. Und die Wahrscheinlichkeit, eine blaue zu ziehen, beträgt 4 günstige Fälle auf insgesamt 7 mögliche Fälle, also 4/7. Stellen wir uns jetzt vor, beim ersten Zug haben wir eine rote gezogen und legen die jetzt wieder zurück. Und jetzt ziehen wir zum zweiten Mal. Beim zweiten Zug können wir wieder eine rote oder eine blaue ziehen. Und da wir die Kugel zurückgelegt haben, ist die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine rote zu ziehen, wieder gleich zu 3/7. Und die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine blaue zu ziehen, die ist wieder 4/7. Wenn wir beim ersten Zug eine blaue gezogen haben und die dann auch wieder zurücklegen, so können wir beim zweiten Zug wieder eine rote oder eine blaue ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine rote zu ziehen, das ist genau dieselbe Wahrscheinlichkeit wie die da. Wir haben die Kugel ja zurückgelegt, also 3/7. Und die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine blaue zu ziehen, die liegt wieder bei 4/7. Jetzt schauen wir ohne zurücklegen. Wir starten. Die Wahrscheinlichkeit, eine rote beim ersten Zug zu ziehen, die beträgt 3/7. Und die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Zug eine blaue zu ziehen, die liegt bei 4/7. Stellen wir uns jetzt vor, wir haben beim ersten Zug eine rote gezogen und legen sie beiseite. Wir legen sie nicht zurück in die Urne. Beim zweiten Zug können wir wieder eine rote oder eine blaue ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine rote zu ziehen, die liegt jetzt bei 2 günstigen Fällen auf insgesamt 6 mögliche Fälle. Das heißt 2/6. Und die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine blaue zu ziehen, die liegt bei 4 günstigen Fällen auf insgesamt 6 mögliche Fälle, also 4/6. Stellen wir uns jetzt vor, wir haben beim ersten Zug eine blaue gezogen und legen sie nicht zurück, ohne zurücklegen. Beim zweiten Zug können wir jetzt wieder entweder eine rote oder eine blaue ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, hier eine rote zu ziehen, die beträgt 3 günstige Fälle auf insgesamt 6 mögliche Fälle, also 3/6. Und die Wahrscheinlichkeit, hier beim zweiten Zug eine blaue zu ziehen, die beträgt 3 günstige Fälle auf insgesamt 6 mögliche Fälle, also 3/6. Wir sehen hier, dass die Wahrscheinlichkeiten vom zweiten Zug vom Ergebnis des ersten Zuges abhängen. Man sagt dann hier, diese beiden Ereignisse seien abhängig voneinander. Wogegen hier in diesem Fall mit zurücklegen, hängen diese Wahrscheinlichkeiten vom zweiten Zug nicht vom Ergebnis des ersten Zuges ab. Hier sagt man, die Ereignisse seien unabhängig. Wir definieren sofort allgemein und sagen, zwei Ereignisse sind unabhängig, wenn die Verwirklichung des einen keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des anderen Ereignisses hat. Ansonsten sind sie abhängig. Hier sind die
Ereignisse unabhängig, wogegen hier sind sie abhängig voneinander, weil diese Wahrscheinlichkeiten vom Ergebnis des ersten Zuges abhängen. Um jetzt diese Wahrscheinlichkeiten in beiden Fällen zu berechnen, längs eines Baumdiagramms multipliziert man die Wahrscheinlichkeiten miteinander. Also im ersten Fall, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, zweimal dieselbe Farbe gezogen zu haben, suchen wir also die Wahrscheinlichkeit von R1 geschnitten mit R2 vereinigt mit B1 geschnitten mit B2. Wir suchen diese Wahrscheinlichkeit. Da diese beiden Ereignisse R1, R2 und B1, B2 nicht gleichzeitig stattfinden können, ist ihr Schnitt leer und durch Kolmogorov 2 wissen wir, wenn der Schnitt zweier Ereignisse leer ist, dann kann man die Wahrscheinlichkeit ihrer Vereinigung berechnen durch die Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten, was wir auch hier tun. Die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung dieser beiden Ereignisse, deren Schnitt leer ist, darf durch Kolmogorov 2 berechnet werden als Summe der zwei einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Aber diese Wahrscheinlichkeit hier, die berechnet sich durch 3 Siebtel mal 3 Siebtel. Und diese Wahrscheinlichkeit hier, die berechnet sich durch 4 Siebtel mal 4 Siebtel. Und diese beiden Produkte müssen dann noch addiert werden. So, das ergibt dann in diesem Fall mit zurücklegen als Wahrscheinlichkeit zweimal dieselbe Farbe gezogen zu haben, 25 49. In diesem Fall ohne zurücklegen berechnen wir die gleiche Wahrscheinlichkeit zweimal dieselbe Farbe gezogen zu haben, also Vereinigung von diesem Ereignis und diesem Ereignis. Wir rechnen also die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung dieser beiden Ereignisse. Diese beiden Ereignisse haben als Schnitt die leere Menge, weil sie ja nicht gleichzeitig stattfinden können. Entweder wir haben dieses Ereignis oder wir haben das da. Die können nicht gleichzeitig stattfinden. Deshalb ist ihr Schnitt leer und durch Kolmogorov 2 können wir die Wahrscheinlichkeit ihrer Vereinigung berechnen als Summe der zwei einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit von R1 geschnitten mit R2, die berechnen wir durch 3 Siebtel mal 2 Sechstel und die Wahrscheinlichkeit von B1 geschnitten mit B2, die berechnen wir durch 4 Siebtel mal 3 Sechstel. Also ergibt das die Summe von diesen zwei Produkten und in dem Fall ohne Zurücklegen erhalten wir also als Wahrscheinlichkeit, zweimal dieselbe Farbe gezogen zu haben, 3 Siebtel.